Die entscheidende Frage bei der B2B-Kundengewinnung für Dienstleistungsunternehmen wie IT, Software, Coaches und Beratungsunternehmen ist heute, wie kann man Kunden leichter von der Qualität des Angebots überzeugen, ohne an Marge zu verlieren? Und zwar ohne Preisverhandlung, Black Friday-Aktion oder hohe Werbekosten. Wir und unsere Kunden hatten die gleiche Herausforderung. Seitdem wir nicht mehr austauschbare Dienstleistungen im Modus Zeit gegen Geld anbieten, sondern unwiderstehliche Angebote mit klarem Ergebnis kreieren, haben wir die Verkaufszahlen und die Marge pro Projekt signifikant steigern können. Im Schnitt stieg allein dadurch der Umsatz bereits im ersten Jahr um satte 30%. Du möchtest wissen, wie das geht? Ich zeige dir in diesem Video an einem Praxisbeispiel, wie das ganz konkret funktioniert und das sind 30% eher das untere Ende der Fahnensteige. Wenn du also daran interessiert bist, mehr Kunden für deine Dienstleistung zu gewinnen und das Ganze ohne Preisnachlass oder fette Werbeausgaben, dann schau dir unbedingt dieses kurze Trainingsvideo bis zum Ende an. In den letzten 17 Jahren habe ich in über 84 Projekten das Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz optimiert. Die Ergebnisse, die Unternehmer mit meiner Unterstützung erreicht haben, gingen von 48.000 mehr Umsatz bis Umsatzsteigerung über 180.000 bis hin zu einer Verdreifachung des Jahresumsatzes auf 3 Millionen Euro. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Unternehmer, die richtig spektakuläre Ergebnisse erzielt haben, eins gemeinsam haben. Sie haben maßgeschneiderte Leistungspakete. Wir hatten gemeinsam aus austauschbaren, unwiderstehliche Angebote gemacht. Inzwischen füllt sich mein Kalender jede Woche fast von alleine mit Calls für Erstgespräche mit potenziellen neuen Klienten. Und das Schöne daran ist, ich muss meine Beratungsleistung gar nicht mehr groß erklären, weil die Unternehmer schon vor dem Call verstanden haben, welche Ergebnisse sie mit meiner Unterstützung erreichen können. Ich bin Maike Sander, Gründerin der Sander Marketing Consulting. Wir unterstützen Unternehmer und Marketer aus der Dienstleistungsbranche wie eben IT, Softwareunternehmen und Beratungsunternehmen oder auch Coaches dabei, ein Kundengewinnungssystem aufzusetzen, das sie kontinuierlich mit absoluten Wunschkunden versorgt und sie so ihr Business skalieren können. Jetzt lass uns direkt zum ersten der vier Schritte springen, damit du erfährst, wie du aus einer austauschbaren Dienstleistung ein unwiderstehliches Angebot machst, das Kunden aus reinem Eigennutz kaufen. Die Dienstleistung als Ergebnis. Das Problem, die meisten Dienstleister bieten völlig austauschbare Leistungen an. Schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Dazu habe ich ein Beispiel gewählt, das für jeden Unternehmer gut nachvollziehbar ist, weil jeder diese Leistung schon einmal beauftragt hat. Webdesign. Als Agentur spezialisiert auf professionelles Webdesign auf Basis von WordPress, Typo 3 und weiteren CMS. Professionelle Websites oder Online-Shops erstellen lassen, wir garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Webdesign, Agentur für Websites, die gut aussehen und mehr Anfragen bringen. Design, Programmierung, SEO und Content aus einer Hand. Dem Kunden ist nicht klar, was er ganz konkret davon hat, wenn er eine dieser Agenturen beauftragt. Deshalb entscheidet er über den Preis. Preis und Zeitaufwand sind die einzigen Kriterien, die dem Kunden bei der Auswahl des richtigen Dienstleisters bleiben, wenn sich die Angebote nicht unterscheiden. Wenn du deine Dienstleistung bisher ähnlich verkauft hast, weil die Konkurrenz macht es ja genauso und davon funktioniert es ja auch, und du bisher keine Ahnung hattest, wie du es anders besser machen kannst, dann sitzt du in der Austauschbarkeitsfalle. Der erste Schritt besteht also darin, aus der Austauschbarkeit rauszukommen, die Leistung unvergleichbar zu machen. Apple war mitnichten das erste Unternehmen, was einen MP3-Player auf den Markt gebracht hat. Bereits 1995 hat Pontis
einen MP3-Player auf den Markt gebracht. Und die haben den Fehler gemacht, und das lasst mich ja so ausdrücken. Sie haben ihn vermarktet als der kleinste MP3-Player der Welt und mit 64 Mbit Speicherplatz. Das heißt, sie haben aus der Perspektive der Nerds, aus Perspektive der Ingenieure, die sowas entwickelt haben, das vermarktet. Das Rennen hat Apple gemacht. 1000 Songs in your pocket bringt den Nutzen grandios auf den Punkt und erzeugt ein emotionales Bild im Kopf. Einfach perfekt. Damit das gelingt, musst du wissen, was deine Kunden mit deiner Dienstleistung letztlich erreichen wollen. Um besser zu verstehen, was deine Kunden wirklich wollen, teile ich hier mit dir die Reflexionsfragen, wie wir sie mit unseren Klienten erfolgreich einsetzen. Welche Ergebnisse möchte dein Kunde letztlich erreichen? Was ist die ideale Zielvision des Kunden? Wo steht er? Wo will er hin? Welche Hürden muss dein Kunde überwinden? Ja, was möchte der Kunde wirklich, wenn er eine B2B-Webseite möchte? Natürlich, dass die Seite technisch up-to-date ist. Es ändert sich ja jedes Jahr gefühlt, jedes Vierteljahr. Responsive, ist es ein One-Pager? Sollten es mehrere Unterseiten sein? Ein Slider, ja oder nein? Backlinks, ja oder nein? Das sind alles Sachen, die ändern sich immer wieder. DSGVO-konform, selbstverständlich, muss man gar nicht mehr drüber reden. Dennoch, auch da ändert sich permanent etwas. Mal sind es die Schriften, mal sind es die Bilder. Was alles gemacht werden muss mit den Formularen, mit den Kontaktaufnahmen, mit den Verknüpfungen von Tools zum Tracking und zur Analyse, ändert sich auch fortlaufend. Natürlich die optimale Technik, das Design, Ladezeiten. Waren es früher Ladezeiten 3 Sekunden plus, braucht man heute gar nicht mehr rausgehen, unter 2,5, 2 Sekunden, weil die meisten Menschen inzwischen mobil irgendwo zwischendurch sich die Website anschauen. Und da muss es halt einfach schnell gehen, sonst sind die Leute wieder weg. Natürlich reicht es nicht, eine Website in die Weiten des Internets zu stellen. Man möchte auch gefunden werden. Idealerweise, dass die Website unter den ersten 5 bei Google rankt. Allermindestens auf der Startseite, weil tiefer gräbt keiner rein. Und es gibt nichts Genialeres, Stichwort organischer Traffic, als dass du kostenlosen organischen Traffic erzielst auf deiner Website, dass du gefunden wirst, wenn die Menschen nach dem suchen, was du bietest. Conversion Rate von 1-3%, gerade im B2B-Bereich, sind immer noch viele unterwegs, die überhaupt keine Kunden mit ihrer Website gewinnen und damit wird wahnsinnig viel Potenzial verschenkt. Monitoring der relevanten Kennzahlen wie Traffic, Conversion. Auch da ist es so, dass es wichtig ist, zu begreifen, wie arbeitet die Website, was wird angeschaut, werden Blogartikel gelesen, werden Videos geschaut, wie weit scrollen die Leute runter, wo klicken sie. Schauen wir uns nochmal den Wunsch an in der Relation mit dem, was wir jetzt gesehen haben, was Agenturen anbieten. Und da sieht man, es passt nicht zusammen. Der erste Schritt besteht also darin, die Dienstleistung zum Ergebnis dessen zu machen, was die Kunden wollen. Das könnte bei B2B-Webseiten beispielsweise so aussehen, dass man sagt, B2B-Webseiten technisch up-to-date und DSGVO-konform. Schauen wir uns nochmal die Wünsche an. Da sehen wir, 2 Punkte können wir abhaken. Perfekt. Damit bist du schon, sage ich mal, 20% weiter als all deine Konkurrenten. Der zweite Schritt besteht darin, Mehrwert. Ich sage jetzt mal einfach Mehrwert, die erste. Lege auf deine Standarddienstleistung einen Bonus obendrauf, um deinen Kunden eine viel bessere Lösung als seine Konkurrenten zu bieten. Und eine der Herausforderungen, die man als Marketer im B2B hat,
ist das Finden der relevanten Keywords. Sehr häufig wird hier einfach zu flüchtig drauf geschaut und es werden quasi die üblichen 5 Verdächtigen zusammengeschustert. Hier braucht es ein tiefes Verständnis für die Zielgruppe, was Agenturen meistens nicht haben. Das heißt, wenn ein Webdesigner ein SEO-Paket für B2B-Webseiten schnürt, technisch up-to-date und DSGVO-konform, und er legt auf seine Standarddienstleistung SEO-Optimierung für die 5 wichtigsten Keywords drauf und eine Einrichtung über SEObility. SEObility ist einer der Anbieter, die Keyword-Recherche, geniale Tools bieten und wo es möglich ist, ein Ranking-Check und ein Benchmarking zu machen. Hier ein kurzer Blick hinter die Kulissen von SEObility. Man kann bei jeder Keyword-Recherche schauen, wie hoch ist das Suchvolumen und wie viele Wettbewerber sind in diesem Pool drin. Und da kann man dann einfach Step-by-Step die Keywords optimal finden, um ja, gefunden zu werden. Und hier, so sieht es aus, wenn man sagt, das ist ein üblicher Verdächtiger, Software, Lerntherapeut, unter 10 Menschen schauen monatlich danach, lohnt nicht. Also, schauen wir uns nochmal die Wunschliste an, unserer Kunden für B2B-Webseiten, technisch up-to-date, DSGVO-konform, bei Google unter den ersten 5 ranken. Da muss man natürlich dazu sagen, das ist mittelfristig. Perfekt, damit ist man schon wirklich sehr, sehr viel weiter. Dann schauen wir uns den dritten Step an. Der dritte Schritt, Mehrwert, die zweite. Bietet den Kunden noch mehr von dem, was sie mit deiner Unterstützung erreichen wollen. Deine Dienstleistung ist dann nicht mehr direkt vergleichbar. Machen wir doch einfach ein SEO- und Monitoring-Paket für B2B-Webseiten, Conversion und SEO-optimiert inklusive monatlichem Monitoring-Bericht über die wichtigsten Kennzahlen, technisch up-to-date und DSGVO-konform. Das heißt, wir legen auf die SEO-Optimierung und die Einrichtung mit SEObility nochmal Google Analytics drauf. Einrichtung von Google Analytics ist etwas, was wirklich kompliziert geworden ist im letzten halben Jahr. Und es macht Sinn, das auszulagern, weil die Ressourcen sind nicht in den Unternehmen. Dann haben wir von unserer Wunschliste der Kunden schon 4 von 6 Punkten abgehakt. Genial. Zu diesem Angebot kann ein Kunde fast gar nicht mehr Nein sagen. Es ist jetzt unwiderstehlich. Kunden werden es aus reinem Eigennutz kaufen, weil es ihnen das Ergebnis liefert, was sie wollen. Das wäre hier beispielsweise ein rundum sorglos Paket für B2B-Webseiten, Conversion und SEO optimiert, inklusive Monitoring-Bericht über die wichtigsten Kennzahlen und vierteljährliche Wartung, um immer auf dem neuesten technischen Stand zu bleiben. Also wir haben die SEO-Optimierung für die 5 Keywords, kann man natürlich auch 10 nehmen, Einrichtung von SEObility, Google Analytics, Wartungsvertrag, dass das vierteljährlich gecheckt wird, und Usability-Optimierung und Heatmap-Monitoring beispielsweise mit Clarity. Heatmaps, das sind so die Bereiche, wo du siehst, wie navigiert sich jemand durch die Seite, wo klickt er an. Damit ist wirklich ein rundum sorglos Paket da und der Kunde kauft es allein deswegen, weil es seine Probleme löst. Und dieses Paket ist jetzt die ultimative Alternative zum Relaunch, der alle 2 bis 5 Jahre ansteht. Jeder, der schon mal einen Relaunch gemacht hat, weiß, es kostet wahnsinnig viel Geld, es kostet Nerven und Zeitressourcen. Das heißt, du brauchst immer wieder Abstimmung, Mitarbeiter, die mit involviert sind und es ist nicht schön. Ja? Es ist eigentlich so ein bisschen wie, wenn man ein Haus baut und es alle 5 Jahre abreißt oder alle 3 Jahre, weil jetzt die Anforderungen andere sind. Sinniger ist es zu sagen, Webdesign, die Website ist ein Projekt, das kontinuierlich bearbeitet wird. Dann muss man eben nicht Rieseninvestitionen tätigen, sondern hat das kontinuierlich.
Was dir dieses unwiderstehliche Angebot bringt, ist, du kommst raus aus der Austauschbarkeitsfalle, du erhöhst deine Marge und du steigerst deinen Umsatz signifikant. In der Adlerperspektive wegen dem Umsatz an, wir haben alle Wünsche der Kunden erfüllt. Und dieses Rundum-Sorglos-Paket schauen wir uns das umsatztechnisch an, weil wir ja gesagt haben, wir wollen den Umsatz um mindestens 30% steigern. Und ich habe bis hierher deine Skepsis gesehen. Das sind die Punkte, wo wir gesagt haben, die legen wir drauf. Gehen wir mal davon aus, als Beispielzahl, eine Website-Erstellung kostet normalerweise 6.000 Euro bei dir. Dann haben wir die Optimierung, die SEO-Optimierung für 5 Keywords für 1.000 Euro. Einrichtung von SEObility einmalig zum monatlichen Ranking-Check 250 Euro. Usability-Optimierung mit Heatmaps über Clarity nochmal 250 Euro. Google Analytics einrichten zum Monitoring der wichtigsten Kennzahlen 500 Euro. Und dann sind wir bei 8.000 Euro statt der 6. Dann haben wir nochmal viermal 1.000 Euro für den Wartungsvertrag. Vierteljährlich, ne? 4x1.000. Wow, Umsatzsteigerung. Dann schauen wir uns das Ganze an im Kontext. Das ist das, was jetzt unsere Beispielagentur, gehen wir mal davon aus, die hat im Schnitt 10 Webseiten pro Jahr verkauft. Ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber es ist 10, ist einfach eine gute Zahl zum Rechnen. 6.000 mal 10 haben wir einen Jahresumsatz von 60.000. Dann haben wir gesagt, wir haben 8.000 plus den Wartungsvertrag mit 4x1.000, sind wir bei 12.000 Euro Umsatz pro Projekt, macht im Jahr einen Umsatz von 120.000. Sprich, wir haben mal eben im Handumdrehen den Umsatz verdoppelt. Jetzt gehe ich davon aus, wenn wir schon so ein unwiderstehliches Angebot haben, gehen auch die Verkaufszahlen hoch. Das ist einfach Fakt. Ich habe jetzt mal ganz, ganz zart mit einer Erhöhung der Verkaufszahlen um 3 kalkuliert, einfach damit man ein Gefühl dafür kriegt. Wir sind wieder bei den 12.000. 13 mal 12.000 sind wir bei 156.000 Euro Jahresumsatz. Das heißt, da haben wir den Umsatz um 160% gesteigert. Das ist einfach der Wahnsinn. Dieses unwiderstehliche Angebot ist Teil eines Prozesses, eines Kundengewinnungssystems, so wie wir es entwickelt haben, wo wir einfach die Baustellen haben, sichtbar werden, überzeugen und verkaufen. Ganz offen und ehrlich, du hast an dieser Stelle natürlich zwei Optionen. Entweder du kannst das, was du ja jetzt gesehen hast, alleine umsetzen. Die 4 Bausteine für das unwiderstehliche Angebot hast du gerade von mir bekommen. Ich musste 2 Jahre und zigtausend Euro investieren, um dieses System von sichtbar werden, überzeugen und verkaufen für mich zum Laufen zu bringen und zu perfektionieren. Das bedeutet natürlich für dich einfach testen, Trial und Error ausprobieren, Budget investieren, Zeit und Nerven investieren. Und Option 2 ist natürlich einfach, meine Erfahrung zu nutzen, die ich schon für dich gemacht habe. Und meinen gesamten Plan für das Kundengewinnungssystem zu nutzen. Und klar, wer jetzt eins und eins zusammenzählt, erkennt schnell, dass Option 2 natürlich die sinnvollere ist. Zumindest wer es ernst meint und wirklich Gas geben will. Wenn das nach dir klingt, dann zeige ich dir jetzt noch ganz kurz, wie die Zusammenarbeit mit mir aussieht, also was du konkret bekommst. Das Ganze funktioniert so, dass wir zum Start einen knackigen Kick-off-Workshop machen, in dem wir ganz genau schauen, wo du gerade stehst, also was bereits super funktioniert im Prozess vom Sichtbarwerden, Überzeugen und Verkaufen und wo wir nachjustieren müssen. Dann legen wir gemeinsam die für dich relevanten Kennzahlen deiner Ziele fest, wie 30% mehr Kunden oder eine Conversion Rate der Website von 2% und den Stichtag, bis wann du dieses Ergebnis tatsächlich erreichen kannst. Das ist wichtig,
weil du von mir dein Geld komplett zurückerhältst, wenn du nicht mindestens 80% dieser Ergebnisse erreichst. Darauf hast du mein Wort. Klingt das fair? Nach nur wenigen Wochen hast du dein ganz persönliches Kundengewinnungssystem. Du hast dich auf die Zielgruppe spezialisiert, die den größten Bedarf hat und für dich am profitabelsten ist. Du hast verlässliche Trafficquellen, die dir die richtigen kaufbereiten Leads bringen. Du hast Content, der überzeugt, ein unwiderstehliches Angebot, bei dem die Kunden genau wissen, was sie bekommen, dass sie aus purem Eigennutz kaufen. Du siehst, mein Ziel ist es, mit dir richtig Gas zu geben. Wenn du also auch jemand bist, der fürs Marketing in einem Dienstleistungsunternehmen wie IT, Software oder Beratungsunternehmen verantwortlich ist und es genauso ernst meinst, genauso Gas geben möchtest wie ich, wirklich einen konstanten Strom erstklassiger Kunden zu erreichen, dann bist du bei mir wahrscheinlich an der besten Adresse, um genau das möglichst schnell hinzukriegen. Dann lass uns sprechen. Klick einfach auf den Button unter diesem Video und reserviere dir einen Termin fürs unverbindliche Erstgespräch. In diesem rund 45-minütigen persönlichen Gespräch bekommst du von mir eine Einschätzung deines Marketings und konkrete Empfehlungen für die nächsten 3 Schritte, die du danach direkt umsetzen kannst. Wenn wir beide dann feststellen, dass wir gut zusammen können, zeige ich dir gern unser Angebot ganz konkret und wir starten im Optimalfall zeitnah mit der Zusammenarbeit. Erlaube mir noch einen kleinen Hinweis, nämlich, dass ich immer nur mit einer Handvoll Klienten pro Monat zusammenarbeiten kann. Das hat natürlich den Grund, dass ich sehr intensiv mit meinen Klienten zusammenarbeite, um wirklich passgenaue Kundengewinnungssysteme zu erstellen. Ich will keine Massenabfertigung. Zusätzlich biete ich für meine Klienten eine Geld-Zurück-Garantie, wenn sie nicht mindestens 80% ihrer Ziele in der vereinbarten Zeit erreicht haben. Das heißt, wenn du sicherstellen möchtest, so schnell wie möglich zu starten, dann schnapp dir einen Termin zum unverbindlichen Erstgespräch mit mir, um deinen Fahrplan einmal gemeinsam durchzuarbeiten. Klick dafür den Button unterhalb dieses Videos. Ich freue mich sehr auf unser persönliches Gespräch und danach vielleicht auf eine produktive Zusammenarbeit. Bis dahin, deine Maike.